Es ist der kulinarische Höhepunkt des Jahres, das Pressekochen. Medienschaffende aus der Region tauschen Schreibstift gegen Kochlöffel. Winter Blues Adieu. Willkommen Frühlingsgefühle. Zu diesem Thema soll es ein Drei-Gänge-Menü geben. Hauswirtschaftsmeisterin Iris Kraus übernimmt die Redaktionsleitung in der Küche. Ich schaue, was gerade so am Markt ist, was Saison hat, was angeboten wird. Dann versuche ich natürlich auch in jedem Kochkurs einen lernenden Effekt einzuarbeiten. Wir sind ja eine Erwachsenenbildungsstätte und deswegen ist da auch mein Anliegen immer da auch noch was Neues, was man vielleicht nicht so erwartet, auch an den Mann oder die Frau weiterzugeben. Vom Bayerischen Rundfunk bis hin zur Kitzinger Zeitung. Viele Presseleute sind gekommen. Buchstabensuppe gibt es aber keine. Auf dem Rezept stehen Vorspeisen, gekräuterte Lammlachse und als süße Überraschung eine Zitronentart. Mit Limoncello, Ricotta, Zitronenzeste, Zitronensaft, schöne Mürbeteig drunter, viel Butter, viele Kalorien, aber kann nur schmecken. Ehrengast in diesem Jahr ist der Kanzler der Diözese Würzburg, Johannes Merz. Heute kümmert er sich nicht um wichtige Daten, sondern um die Zubereitung des Spitzkohls. Mit guter Anleitung kann ich da und dort unterstützend wirken. Wir haben sogar historische Kochbücher. Aber ich habe es noch nie versucht, meine Mitmenschen zu vergiften. Ob es in diesem historischen Kochbuch so leckere Gerichte wie an diesem Abend gibt, können die Anwesenden nicht recherchieren. Sie haben alle Hände voll zu tun mit Schnippeln, Rühren und Braten. Also ich hoffe, dass es gut wird, was dabei rauskommt. Die Aufgabe war, die Zwiebeln zu würfeln. Es wird jetzt hier zusammen gekocht. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt sieht es noch abenteuerlich aus. Da ist mir keine Mühe zu groß, um das wieder zu organisieren. Zu jedem Essen gehört in Franken auch ein guter Wein. Hobby-Sommelier Willem Schramer hat nur die besten Weine für den Abend ausgesucht. Das Essen schmeckt nicht nur super, es sieht auch wunderschön aus. Geschlemmt wird bis weit nach Mitternacht. Guten Appetit, bis zum nächsten Jahr.